Und damit zurück im Willkommen zurück zum Studio in Schlagt euch um den Ju mit den Gästen Ömer und Rick. Hallo. Aber ich muss kurz einwerfen. Kurz bevor du angefangen hast zu sprechen, kam bei mir der Jingle. Ach so. Mensch. Wir haben jetzt in der letzten Folge Malen und Sortieren gespielt und kommen jetzt zu Spiel Nummer 5, Billard. Aktueller Zwischenstand ist 7:3 für Ömer. Es steht allerdings rein gar nichts fest. Und wenn es keine weiteren Fragen gibt und kein Joker eingesetzt werden möchte, Ömer hat seinen in Sortieren eingesetzt, dann geht es jetzt los. Ich spiele noch selber. Okay, also keine Frage. Nee. Spiel Nummer 5, Billard. Boah. Lädt noch bei wem was oder seid ihr alle drin? Loading complete. Loading 81%, 88, okay. 91, 97 complete, okay. Okay, sehr schön. Wir haben hier also einen Billardtisch vor uns, zumindest so gut, wie es mit Tabletop Simulator möglich war. die Münze entscheidet gleich, wer beginnt. Wir haben Spiel Nummer 5. Billard. Also gespielt wird per Flicking, also mit dem Schnipsen links. Dann müsst ihr einmal F6 drücken oder links eben auf das Ding klicken. Ja. So, nichts ausprobieren bitte, noch nicht anfassen. So ungefähr wird es funktionieren. Ja, es darf nur die weiße geflickt werden. Ich denke, das ist relativ klar. Ich denke, allgemeine Billardregeln sind ziemlich klar. Wie gesagt, willst es ist. Du mich flicken? Oh Mann. Entschuldigung. Der musste sein. Also es darf nur die weiße geflickt werden. Die Münze entscheidet, wer dran ist. Ansonsten generell typische Billardregeln. Das heißt, der zuerst einen reinmacht, der kriegt dann halt entsprechend seine halben oder vollen, je nachdem, was es war, was er reingemacht hat. So werden wir das machen. Also es gibt hier... Ja. Ausnahmen natürlich, also so von Billardregeln, die man so kennt. Die 8, die darf angespielt werden. Ich habe das ja schon öfter gehört, dass bei Billard das nicht gemacht werden darf oder so. Ich weiß nicht, ich kenne mich da kaum mit aus. Darf man nicht. Aber die 8 darf hier angespielt werden. Aber nicht versenkt. Aber nicht versenkt, genau. Erst als letztes, wenn man alle seine eigenen drin hat. Und auch wichtig, ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, die Kugeln, also ihr müsst aufpassen, wie ihr flickt, denn wenn eine Kugel aus dem Spielfeld gehauen wird, ist das Spiel vorbei. Dann hat der die rausgehauen hat, instant verloren auch. Okay. Gott. Ja, es wird nur ein einziges Match geben, also nur einen Punkt, best of one also quasi. Und die Regel, die ich gerade gesagt habe mit dem Raushauen, gilt nicht für den allerersten Schlag. Nicht für beide den ersten Schlag, sondern nur den allerersten Schlag. Also beispielsweise, wenn jetzt rot gewürfelt wird und Ömer ist dran, dann ist es bei seinem ersten Schlag egal. Aber sobald Rick dann dran ist, da ist es nicht mehr egal. Also nicht jeweils beim ersten Schlag, sondern beim allerersten Schlag des Spiels ist es egal. Aber ist es bei jeder Kugel relevant oder also auch bei der weißen? Oder? Es ist bei jeder Kugel relevant, ja. Okay. Die dürfen natürlich in die Löcher geschlagen werden, das ist vollkommen logisch. Wenn die weiße in ein Loch geschlagen wird, dann darf der Spieler, der danach dran ist, eben entscheiden, wo die liegt. Kurze Regeln, ich spiele ja sehr gerne sehr oft Billard, deswegen zählen die normalen Billardregeln. Das heißt zu Deutsch, ich muss eine meiner Kugeln angespielt haben, damit der Zug gültig ist. Nein, das heißt, es ist egal, wohin ich sie spiele. Genau. Und was auch ganz wichtig zu sagen ist, es wird nach jedem Schlag gewechselt. Wenn man eine reinmacht, ist man nicht nochmal dran oder so, sondern nach jedem Schlag. Wenn ihr irgendwelche Regelfragen habt, fragt mich. Definitiv. Okay. Wenn jetzt zum Beispiel ich die Kugel da ein Loch, irgendwo ein Loch, ne? Also die weiße. Dann darf der Rick die hinstellen, wohin er will. Genau, wohin er will. Das ist krass, okay, alles klar. Ja, wohin er will. Das ist geil. Sind abgeänderte Billardregeln, definitiv. Und wenn es keine weiteren Fragen jetzt gibt, ihr könnt natürlich zwischendrin noch welche stellen, wenn es irgendwie welche mit normalen Billardregeln unkonform sind, einfach nachfragen. Ansonsten würde ich jetzt wählen, wer beginnt. Ah, eine Frage noch, eine. Ja. Wie lange hast du gebraucht, um das zu bauen? Das kann ich dir nicht sagen, tut mir leid. Aber ich habe insgesamt an dem ganzen Schlagdürfenden Ju schon ein Weilchen gesessen. Ja, aber gut, dachte ich mir schon. Okay, dann... Schade. Beginnt der Rick. Okay.
Denk dran, für den Schlag ist jetzt egal, falls welche rausfliegen sollten. Ja, geflickt wird, das erkläre ich auch nochmal kurz sicherheitshalber. Ihr müsst also auf ein Objekt gedrückt halten und dann in die entgegengesetzte Richtung ziehen, in die ihr schießen wollt. Das wollte ich dir nämlich gerade fragen, tatsächlich. Ihr könnt mal ganz kurz kommen. Ich biete es euch einmal an. Hier testet mal ganz kurz an der Münze hier draußen. Das Flicken. Einmal kurz. Boah. Okay, Okay. muss ich aber. Warte, darf ich auch nochmal? Ja. Das Gute ist, da wird ja so eine Art, ich sag mal jetzt, Ah, okay. Druck Fahranzeige. angezeigt, der dahunter denn. Genau, Genau. Stärke. So, Das Ork ist dann gut. ist es jetzt dein Feld, Rick. Kugeln darf man nicht anfassen, oder? Also geht das Nein. überhaupt? Darfst du nicht. Nur flicken. Okay, das war ein bisschen sehr lasch. Ja, Ömer, aber ne, Kugeln. Ich bin du jetzt wechselst dran. zu Ömer und denk dann, jetzt darf keine Kugel mehr rausfliegen. War nur beim allerersten. Man muss das erstmal einschätzen lernen. Okay, also ja, ich dachte jetzt irgendwie, die fliegt jetzt übelst krass los, aber. Wow, okay, ich muss auf jeden Fall deutlich mehr reinsetzen. Ja, ich werde mich dann jetzt auch erstmal wieder für euch verabschieden, von euch verabschieden. Okay. Wir dürfen aber weiterreden, ne? Miteinander. Bin ich dran, Ja. ne? Schönes Spielfeld. Anders kann ich es Wie viel jetzt hat's gekostet? für die nicht sagen. Dann darf ich immer ja weiter ein bisschen manipulieren. Ey, ich hab die Und ich vollen und werde jetzt hast mich du die halben. doch mal. Okay, keine halben Sachen. Okay, ich werde doch mal entmuted bleiben, um hier sicher zu gehen. Jetzt hat die hat jetzt gerade Ömer reingemacht, ist das richtig? Ja. Genau. Richtig, genau. Das heißt natürlich, ganz normal, dir gehören jetzt sozusagen die Vollen. Ich Richtig. denke, Ah! das sollte klar sein. Okay, ganz kurz, ganz kurz. Ja. Wir gehören jetzt die Vollen, ne? Wenn ich jetzt die letzte Volle reinmache, muss in das entgegengesetzte Loch normalerweise die Nein, 8. vollkommen egal. Hauptsache die Okay, 8 kommt als super. nächstes rein. Super, super, Egal wo super. rein. Gut, das ist super. Das ist super. Und die Kugeln, die wechseln, die werde ich entsprechend nochmal rausnehmen hier. Alles klar. So, mal ganz kurz bitte nicht weiterspielen. Ja, okay. Augenblick. Ich will mir nur kurz was machen, wo ich die Kugeln reinpacken kann. Die wechselt. Okay. Einfach in den Sack geschickt. Jetzt den Sack in den Sack. Zack, Gut. zack, zack. Geht's Dann weiter? könnt ihr weitermachen, ja. Immer. Und Rick ist dran, wie gesagt, es wird immer gewechselt. Ach, stimmt. Oh Gott. Ja, ungewohnt um Leute. Nicht so, sondern so. Immer diese Tabletop-Störung. Was passiert, wenn man aus Versehen zum Beispiel eine Egal. farbige Kugel fliegt? Vollkommen egal. Okay. Ach so, wenn du die fliegst. Ja. Puh, Also mach's ich würde nicht. sagen, faul. Mach's nicht. Das ist das Beste. Einfach nicht Oh. machen, denn du. Also dann kann der Gegner entscheiden, wo die Weiße liegt, der nächste. Der kann Okay, dann seine ja. Weiße fahren. Ja, okay, nee, ich würde aber auch sagen, wenn er die dann reinflickt, dann zählt das auch nicht, ne? Also, das könnte man ja sagen, ja, das Risiko gehe ich ein oder so, weißt du? Gucken, wie gut die Physik hier in diesem Spiel ist. Immer. Oh Gott, man kann ja den Tisch auswählen mit Rechtsklick. Würde ich auch nicht empfehlen. Sehr irritierend. Ja, das stimmt. Oh. Das war aber auch nicht so gut angespielt. Nee, echt nicht. Ricky Kiki. Und da ist er, dein Erster dran. Ömer ist wieder dran. Bei mir gerade absolut nicht, ey. Wie kann man nochmal aufhören zu fliegen mit Rechtsklick, ne? Geh auf. Weiß ja Nee, nicht. gar nicht. Gar nicht, tatsächlich. Shit, egal. Wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, ist es auch manchmal ganz wichtig, wo genau ihr die weiße Oh. Kugel anfasst zum Flicken. Ja, ist mir auch Okay, Rick aufgefallen. ist dran. Okay, also wenn man die seitlich flickt, dann rastet die komplett aus. Also man, Alter, ist mir gerade mal so aufgefallen. Und natürlich auch immer, bis der nächste dran ist, warten, bis die Kugel komplett still liegt. Oh. Ist das die Rick? 8? Ja, das ist die 8. Ja. Oh lol, ich dachte, das ist meine, hier, die hier. Die beiden 5 vertauscht. Die liegt ja ziemlich scheiße. Ricky Kiki. Ricky Ficky. Was ich auch total toll finde, ist mal, wenn man jetzt zu den Stimmen auch mal ein Bild hat.
Das ist richtig schlimm immer. Wenn man einfach kein Bild zu den Stimmen hat. Ömer? Jetzt hat man sie ja schon mal gesehen. Ja, richtig. Und Rick. Also was wäre jetzt beim richtigen Billard richtig gemein. Das stimmt. Ihr könnt natürlich die Kamera drehen, wie ihr wollt und alles. Das. Ja, nur aufpassen, nicht Rechtsklick auf den Tisch machen. Das ist sehr irritierend. Tatsächlich. Kugeln machen komische Geräusche. Na, die klingen wie Münzen. Ja. Ömer und Rick ist wieder dran. Ich habe halt so von den Positionen die Kugeln irgendwie total verkackt. Ja, aber man muss da auch wirklich manchmal Glück haben, wenn man das jetzt nicht so plant. Und ich habe es jetzt auch nicht geplant, tatsächlich. Ömer. Boah, nerd. Ömer Ken. Oh, Mann. Und Ricks Turn wieder. Na, schade. Man merkt so langsam, dass das ziemlich komisch ist, manchmal. Oh ne, oh, ich hab die Kugel so richtig schlecht. Oh Gott. Ne, das war richtig bad. Jetzt kannst du die besser positionieren, Rick. Ja, oh, Vorsicht, yeah. Vorsicht, dass da nichts rausfliegt. Und Ömer. Das scheint so, ich sag mal, von der Physik her. Von der Schwere der Kugeln eigentlich ganz gut zu sein. Ja, ich hab extra das Gewicht auch noch umgestellt. Ja. Damit hab extra gegoogelt, wie schwer so eine Dinger sind und das dann hier im Tabletop Simulator umgestellt. Boah, das ist mal interessant, wie schwer ist denn so ein Teil? Ernstlich dran? Oh, das hab ich schon wieder vergessen, Moment. Boah, schade. Boah, das würde ich richtig gerne mal wissen. Ah, wie schwer so eine Kugel ist. War das überhaupt meine? Ja, okay. Ja. Ich dachte gerade schon mal, es setzt doch eine volle, sah nämlich so gelb aus. Einfach nur. Das war ein toller Zug. Ich find's auch toll. Wer ist dann dran? Ich hab gerade nicht gesehen. Okay, sehr gut. Rick. Fuck. Oh. Hättest du ruhig reinmachen können, die Weiße. Also, wenn ich schon so. Momentan Zwischenstand von 2 volle, also die noch liegen, und 6 halbe. Damit ist die drin und der Rick ist wieder dran. Weiße liegt hier unten. Mhm. Okay, das war ein bisschen lasch. Kannst du mal aufhören zu rollen? Danke. Und damit ist Ömer jetzt an der Position, nur noch die 8 reinmachen zu müssen. Und wie gesagt, es ist irrelevant, wo. Das ist sehr schön. Aber trotzdem darf ich die Physik nicht unterschätzen. Das stimmt. Nicht, dass ich jetzt die 8 irgendwie wegflicke oder so aus dem Tisch flicke. Das wäre richtig kacke. Das wäre richtig gut. Oh, geht die noch rein? Das wird knapp. Die bleibt liegen. Aber die sieht schön. Das stimmt. Und Rick positioniert die Weiße natürlich auch noch wunderschön dafür. Ist natürlich absolut beabsichtigt. Oh nein, bitte nicht rumpiepen. Ich dachte, was? Das muss man doch erst mal schaffen, ey. Geil. Dann ja, Rick, das muss man echt mal schaffen. Du darfst entscheiden, wo sie hin soll. Leg mal deine Hand dahin, wo sie hin soll. Ja. Fuck you. So? Alter. Ansonsten positionier sie dir noch ein bisschen anders. Also wenn du ein Highlight-Video machst, ne? Weißt du Bescheid. Okay, die ist drin. Das war unerwartet. Ja, ich dachte, ich mach das hier noch ein bisschen spannender, weißt du? Finde ich gut. Nee, war zu lasch. War viel zu lasch. Und Rick. Muss mir nochmal so die Kamera ein bisschen positionieren hier. Ja, das kann man ja machen. Theoretisch könnte das jetzt klappen, wenn ich es nicht total verkacke. Versuch's einfach mal. Schade. Ah, die Lila nehmen wir auch. Beinahe noch reingerollt, aber nur beinahe. Auf die hatte ich es eigentlich auch abgesehen, aber schade. Thank you very much. Wird langsam gefährlich. Das ist natürlich jetzt gefährlich, besonders, also was ich halt ganz lustig finde, Rick hat seine ganzen Kugeln eigentlich, also fast alles links und immer muss immer nach rechts. Ja, die ist drin.
Und Ömer ist wieder dran. Liegt jetzt natürlich ganz gut. Wenn er richtig zielt, dann könnte es das gewesen sein. Könnte, könnte. Das sieht stark danach aus. Ja. Okay. Das wäre geil gewesen, wenn es jetzt trotzdem noch. Nein, wäre cool gewesen, wenn die Weiße schon wieder an der Acht vorbeigekommen. Bekommt die Szene einfach, wenn hier Moments in Time Bombs. Und damit geht es, geht dieser Punkt, dieses Spiel an Ömer. An den geilen Ömer. An den geilen Ömer. Geil. Okay, damit sind wir wieder zurück im Studio. Und weitere relevante 5 Punkte gehen damit an Ömer. Wir haben einen neuen Zwischenstand von 12-3 für Ömer. Immer noch alles drin. Wirklich. Und genau, es ist immer noch alles drin. Wenn man bedenkt, allein mit Spiel 12 würde man genauso viele Punkte bekommen, wie Ömer jetzt erst insgesamt hat. Also ja. Da ist noch rein gar nichts entschieden. Wir kommen damit zu Spiel Nummer 6. Und Spiel Nummer 6 ist Diktat. Oh Gott. Zum Glück nur mit K und nicht mit CK geschrieben. Oh Mann, das hätte ich so gefeiert, wenn er so Diktat falsch stehen würde. Also ich finde das jetzt rassistisch. Und wir sind im neuen Studio. Na, wieder alles anders. Kurze Frage, seht ihr die gelbe Uhr oder ist die in der Box? Nee, ich die sehe ich. Ja. Die seht ihr, sehr schön. Ja. So, Spiel Nummer 6, Diktat, wahrscheinlich auch relativ schnell und einfach erklärt. Es werden euch gleich Texte vorgelesen, die ihr mitschreiben müsst. Auf der Karte. Eurer Karte, genau. Scheiß auf das Name oben. Das ist scheiß einfach drauf. An Satzzeichen werden euch folgende genannt. Die anderen müsst ihr selbst herausfinden. Und zwar Punkte, Semikolon, Kolon, Fragezeichen und Ausrufezeichen. Warte, Kolon? Doppelpunkte. Ah, okay. Ah, oh, okay. So sehr bin ich nicht in der Germanistik drin. Kein Ding. Und Kommata werden uns nicht vorgelesen, ne? Kommata werden euch nicht vorgelesen und falls es irgendwie nötig ist, Anführungszeichen bzw. Ausführungszeichen sind vollkommen irrelevant. Also die müsst ihr nicht mitschreiben. Könnt ihr machen, werden euch da nicht als falsch, aber auch nicht als richtig angekreuzt. Anführungszeichen? Ja, also wenn mal was in einem Zitat steht oder so, dann, also wenn mal jemand was sagt oder so, falls sowas mal vorkommen sollte, dann werden die nicht in die Bewertung mit eingehen. Okay. So. insgesamt, also ihr müsst direkt mitschreiben, während ich langsam vorlese. Dann habt ihr hinterher nochmal 10 Sekunden Zeit, nochmal drüber zu schauen, notfalls was zu korrigieren oder so. Und innerhalb dieser 10 Sekunden muss eure Karte in den grünen Kasten geworfen werden. Okay. Wessen Karte nach dem oder bei oder nach dem Piepton nicht im Kasten liegt, wird nicht gezählt. Ja. Eine Karte ist falsch, wenn mindestens ein Fehler darauf zu sehen ist. Okay. Oder ist es denn so, dass quasi der denn weniger Fehler hat? Nein, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Wie viele Fehler es dann aber letztendlich sind, ist irrelevant. Es ist einfach nur, die Karte ist falsch, sobald mindestens ein Fehler ist. So. Man bekommt dann, wenn man einen Fehler hat, bekommt man entsprechend, also wenn man eine falsche Karte hat, bekommt man entsprechend einen Fehlerpunkt. Und man hat gewonnen, sobald der Gegner 3 Fehlerpunkte insgesamt hat, also 3 falsche Karten abgeliefert hat. Okay. Sollte es so sein, dass es dann irgendwann Gleichstand ist, also dass wir alle 3, also alle immer einen Fehler gemacht haben und demnach 3 Fehlerpunkte habt, dann ist so lang Sudden Death, bis einer einen Fehler macht, während der andere keinen macht. Okay. Cool Spiel auf jeden Fall. Ich musste gerade mal gucken, wie. Ich habe nicht vergessen, wie man auf der Karte schreibt, aber das ist Rechtsklick, ne? Ja, Rechtsklick und dann auf Description am besten. Genau, am besten möglichst weit raus, möglichst weit rauszoomen und die Kamera ein bisschen schief machen, damit das nicht verschwindet. Ich habe meine Kamera sogar relativ weit runtergemacht, also ich sehe jetzt viel Natur. Also ganz, ganz weit rauszoomen, dann könnt ihr die Description vollständig sehen. Und was auch noch ganz wichtig zu sagen ist, sollten in den Texten Zahlen kommen, werden die ausgeschrieben. Also, und mit einem Großbuchstaben. Jegliche Zahl groß und ausgeschrieben.
Okay. Irgendwelche Fragen? Nope. Dann würde ich einmal eine Proberunde machen mit euch. Und der Text lautet wie folgt: Spiel 6 heißt Diktat. 10 Sekunden laufen. Muss direkt mitschreiben. Ich werde dann noch langsamer reden übrigens. 3, 2, 1. Okay, ich habe keine Karte. Hey, Das heißt, ihr würdet meine Karte beide. liegt doch drin. Ja, aber erst beim Piepton. Ich habe gesagt, Ja, weißt du, wo ich die beim oder hatte? nach dem Piepton ist unsicherlich. Ich hatte noch hier den Flick drin. Ich wollte gerade die Karte da reinflicken. Das ist nicht mein Problem. Okay, wir gucken Egal, uns deine kein. Karte jetzt trotzdem einmal an. Spiel 6 heißt Diktat. Würdest du jetzt einen Fehlerpunkt bekommen, weil ich Ah, ich gesagt habe habe, sechs klein geschrieben. Zahlen werden groß geschrieben. Genau. Gut. Ja, Verdammt. macht dann. Ja, den Fehler habe ich auch gemacht tatsächlich. Also, Und du hast Scheiße. es sogar nicht mal ausgeschrieben, Rick. Ja. Hä? Wie jetzt? Achso, der Punkt steht, ja. Nee, 6. Nee. Ja, 6 das meine ich ja. ausgeschrieben heißt das Das hier. meine ich ja. Den Fehler habe ich auch gemacht. Nee, aber immer Ich. hat es klein geschrieben. Achso, Ich habe ja. es ausgeschrieben, ich habe es da geschrieben. Genau. Und damit beginnt das Ganze. Ich erhöhe die Zeit auf 15 Sekunden. Okay, Die das ist nett. Korrekturzeit. Aber ich hätte jetzt auch nicht reingepackt, wenn ich nicht auf Flick hätte. Ich hätte die Karte fast vor meinem Tisch gefliegt. Okay, wie gesagt, ich werde langsam vorlesen und ihr müsst währenddessen mitschreiben, weil ihr habt danach nur begrenzt Zeit, das zu korrigieren. Oder ich frage im Namen euch aller, soll ich es auch noch auf 25 Sekunden erhöhen oder bleiben wir bei den 15? 15 dürften reichen, denke ich. Ja, finde ich auch. Gut. Soll ein bisschen spannender sein auch, ne? Ein bisschen Dann bitte. Zeit. Text Nummer 1. Es beginnt jetzt. Mein Name ist Julian. Punkt. Ich werde oft nach der aktuellen Zeit gefragt und kann meist darauf antworten. Punkt. Warum? Fragezeichen. Weil ich mein Mobiltelefon eigentlich immer bei mir trage. Punkt. Genau so ist das, dass das seit Jahren so geht. Punkt. Die 15 Sekunden beginnen jetzt. Doofe ist, man kommt bei sowas nicht gut mit. Wenn ich Nach langsamer reden soll, dem sag Sa beim nächsten Mal Bescheid. Nach dem Satz mit dem Mobiltelefon zum Beispiel weiß ich überhaupt nicht mehr, was war, weil ich den noch gar nicht fertig geschrieben hatte. Okay, ich habe keinen Text bekommen. Ach so, ah, lol! Oh, fuck you! Ich lese mir die trotzdem mal ganz kurz durch hier, nur mal, ob ein Fehler wäre. Okay, das ist wieder Zeit, finde ich. Gay. Ich will doch Okay. die 25 Sekunden haben. Musst du dich mit Rick absprechen, wenn er Ja, zustimmt. Okay. ich Aber glaube, also ihr ich. bekommt definitiv beide einen Fehlerpunkt dafür, weil keiner abgegeben hat. Und immer, du hättest auch so einen Fehlerpunkt bekommen, weil das seit mit T geschrieben wird. Das Zeitliche. Oh, hä? Weißt du was? Ich habe das sogar am Anfang mit T geschrieben. Haben uns sogar noch mal drüber unterhalten, sogar mal. Okay, Rick, also 25 oder nicht 25? Ah, da bin ich für 25. Okay, dann machen wir sogar 30 Sekunden. Gut. Aber mehr kriegt ihr wirklich nicht. Nee, Okay, 25. verstehe es mit 25. dem Fehlerpunkt jetzt nicht. Wie viele Fehlerpunkte muss man haben, damit der andere gewinnt? 3. Boah, okay. Also nochmal zu der Diktator. Das klingt falsch. Diktatur. Diktatorproblematik. Ja. Also, ich Soll bin ich das immer von langsamer der Schule schreiben? gewohnt, dass die Sätze auch immer wiederholt werden dann Nee, zwischendurch. das auf keinen Fall. Okay. Ja. Okay, dann. Gerne ein bisschen langsamer, weil sonst komme ich, vor allem wenn es etwas länger Texte sind und dazu zähle ich den gerade eben zum Beispiel, dann komme ich irgendwann nicht mehr mit, weil ich nicht der super schnelle Tipper bin. Gut, ey, Dann das Beste mal ein ist bisschen einfach, langsamer. bitte, 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 wer schreibt denn bitte genauso ist das, dass das seit Jahren so geht? Ich. Das war auch so ein Geniestreich von Ju. Okay. Text Nummer 2 Moment. beginnt. So. Text Nummer 2 beginnt jetzt. Am Rosenmontag wollte ich schon immer in einen Wald gehen,
Rosen auf den Boden schmeißen und stundenlang sinnlos herumtanzen. Punkt. Was ein Glück, dass niemand weiß, dass ich einfach Ömer heiß. Punkt. Eure 25 Sekunden Korrekturzeit beginnen jetzt. Waren das nicht 30? Nein. So, Fuck, ich hoffe, das wird was. Scheiße. 10 Sekunden. Gut. 2. Nein, eins. Fuck! Okay. Scheiße, ich konnte es nur nicht einfügen. Kacke, damit haben wir definitiv einen Fehlerpunkt schon mal für Rick. Ömer überprüfen wir jetzt. Warum möchte ich bitte Rosen auf den Boden schmeißen? Okay. Am Rosenmontag wollte ich schon immer in einen Wald gehen, Rosen auf den Boden schmeißen und stundenlang sinnlos herumtanzen. Was ein Glück, dass niemand weiß, dass ich einfach Ömer heiß. Und das ist korrekt. Ja? Ich hab den Text aus. Richtig geil wäre es, wenn ich so meinen Namen falsch geschrieben hätte. Ich habe währenddessen sogar bei mir selbst im Text noch einen kleinen Fehler gefunden, aber der ist entsprechend jetzt auch raus, also habe ich bei euch. Echt? Was war denn dein Fehler im Text? Das sage ich euch doch nicht. Er hat das nur mit einem S geschrieben. Nein. Ich hasse diese das, Alter. Kann man sich aber ganz gut merken. Willkommen zu Text Nummer 3. Momentchen. So. Er beginnt jetzt. Franz stand eines Tages am Hafen und bat mich, ihm einen Topf Honig zu besorgen. Punkt. Leider hatten wir Sonntag und er konnte mich mal am Arsch lecken. Euer Korrekturtimer beginnt jetzt. 25 Sekunden. Wisst auch, wie ich den Schuh nenne? Okay, beide sind Kasten. Wir überprüfen das Ganze. Zuerst mal. Ich hab irgendwas Zeitdruck, ey. Komm mal vergessen. Nee, ich hab einen Fehler. Stand eines Tages im Hafen und bat mich, ihm einen Top Honig zu besorgen. Der Top Honig. Nein, aber leider hatten wir Sonntag und er konnte mich mal am Arsch lecken. Ja, aber das Komma fehlt trotzdem bei dir, das ist korrekt. Macht definitiv einen Fehlerpunkt für Ömer. Und jetzt schauen wir mal, ob das Spiel jetzt schon entschieden ist oder ob Rick es richtig hat. Franz stand eines Tages am Hafen und bat mich, ihm einen Topf Honig zu besorgen. Leider hatten wir Sonntag und er konnte mich mal am Arsch lecken. Das ist korrekt, Rick. Shit. Und damit haben wir einen Gleichstand von 2 zu 2. Warte, wo kam das Komma nochmal hin? Nach dem Bad mich. Ja, genau. Okay. Liebe Zuschauer, wenn ich irgendwo einen Fehler habe, korrigiert mich sehr gern. Aber das ist schon zu spät, ihr Wichser. Okay. So. Jetzt kommt ein Text, der wird vermutlich nicht ganz so einfach. Eventuell. Oh Gott. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ist das schon der Text? Nein. Der Text Nummer 4 beginnt jetzt. I've been going through lots of shitty situations lately. Punkt. I'm so glad that everything keeps getting better now. Geschenkt, Alter. Punkt. Eure 25 Sekunden Korrekturzeit beginnen jetzt. Nein.
noch 10 Sekunden. Okay, ich hab's falsch. Ich weiß es. So. Eins. Okay, von Rick bekomme ich gar nichts? Nee. Okay. Verklagt. Ich weiß nicht, ob Shitty mit Doppel-T oder mit einem T geschrieben wird. Okay. Mit Doppel-T wahrscheinlich. I've been going through lots of shitey situations. Ja. So glad everything is. Fuck, Alter, Mann! Und auch danach, hast du geschrieben, I'm so glad that everything's getting better now. Ich hatte aber gesagt, that everything keeps getting better now. Ja, okay, dann habe ich mich nicht verhört, sondern ich habe es mir einfach nicht merken können. Okay, dann haben wir 3-3. Das Spiel wäre jetzt natürlich zu Ende, aber da wir einen Gleichstand haben, geht es jetzt zum Sudden Death. Das heißt, wer zuerst einen Fehler macht, während der andere keinen macht, der hat entsprechend verloren. Wieder so ein Geniestreich von Ju, was Deutsches erwartet, direkt was Englisches vorgelesen, voll verwirrt sein. Takes Nummer 5. Beginnt jetzt. Am liebsten mag ich Progressive Metal. Und das schon seit einigen Jahren. Eure 25 Sekunden Korrekturzeit beginnen jetzt. Progressive Metal, das gebe ich euch vor als Eigenname großgeschrieben. Okay. Noch 5 Sekunden. Den und Rainer. Okay, sind beide drin. Okay, fangen wir mal mit Rick an diesmal. Am liebsten mag ich Progressive Metal und das schon seit einigen Jahren. Das ist auf jeden Fall schon mal korrekt. Am liebsten mag ich Progressive Metal und das schon seit einigen Jahren. Wir haben es für beiden korrekt. Gott. Das heißt, Sudden Death, es geht noch weiter. Löscht euren Text. Denn Text Nummer 6 beginnt jetzt. Ne, Moment, beginnt noch nicht, sorry. Ich wollte nur noch kurz sagen, Bindestriche sage ich auch mit an. Okay. Text Nummer 6 beginnt jetzt. Die wahre Spandau-Power ist nur im einzig wahren Rick vereint. Eure 25 Sekunden Korrekturzeit beginnen jetzt. Noch 15. 10. Die nervigsten Fehler sind immer die Flüchtigkeitsfehler. 5, okay. Ich habe von beiden eine Karte bekommen. Okay, fangen wir diesmal mit Ömer an. Die wahre Spandau-Power ist nur im einzig wahren Rick vereint. Das ist schon mal korrekt. Ich mag den Ding. Wahre Spandau-Power ist nur im einzig wahren Rick vereint. Auch bei dir korrekt. Sudden Death hat also noch nicht zugeschlagen. Das ist langsam problematisch. Ich habe kaum noch Texte. Aber ansonsten ziehe ich aus der Nase. Ja. Oder aus der Nase. Ist egal. Fingern. Löscht euren Text, denn Text Nummer 7 beginnt jetzt. Dies ist Spiel 6. Punkt. Es wird Diktat genannt, doch man kann es auch wie folgt nennen. Doppelpunkt. Der geilste Dude liest mir geilen Scheiß vor. Punkt. Eure 25 Sekunden Korrekturzeit beginnen jetzt. Ah, fuck. Vergessen. Ich glaube, man schon wissen. Noch 10 Sekunden. Los, einer. 5. Alter.
Okay, fangen wir wieder mit Rick an. Dies ist Spiel 6. Es wird Diktat genannt. Gut, wie gesagt, Anführungszeichen, das wird ignoriert. Doch man kann es auch wie folgt nennen. Der geilste Dude liest mir geilen Scheiß vor. Das geht an Rick. Das ist schon korrekt. Ja, ich hab verkackt. Dies ist Spiel 6. Es wird Diktat genannt. Es kann man auch, wie folgt nennen. Okay, das Komma ist auch vollkommen... Ja, ich hab verkackt, weil ich irgendwo... Ja, ich hab irgendwo vergessen, was du gesagt hast. Na dann... Und damit ist das der vierte Fehlerpunkt für Ömer und damit geht dieses Spiel an Rick. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Texte hätte ich hier noch gehabt. Die lese ich noch... Oder, Moment, drei? Ne, zwei Texte hätte ich hier noch gehabt. Die lese ich noch mal ganz kurz vor. Text 8. Das Finale rückt immer näher. Natürlich ist es lediglich das Finale... Ne, nochmal. Das Finale rückt immer näher. Natürlich ist lediglich das Finale dieses Spiels gemeint und nicht der kompletten Runde. Das wäre Text Nummer 8 gewesen. Und der letzte Text Nummer 9. Finale, Ausrufezeichen. Es ist gerade 3 Uhr nachts und ich schreibe Texte für dieses Spiel. Punkt. Allerdings bin ich momentan so motiviert, dass ich seit Stunden an dem Spiel arbeite. Das ist ein Fehler. Huch. Punkt. Scheiße, ist das alles geil hier. Geil, 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 Amazon. So. Ich war mir tatsächlich zuerst unsicher, weil das ist so ein Trouble, den habe ich immer wieder. Nach dem Doppelpunkt klein oder groß, aber zum Glück war groß denn nur richtig. Richtig, das ist korrekt. Ja. Damit geht Spiel Nummer 6, Diktat an Ricky Ficky. Und er holt wieder auf. Hat ihn, glaube ich, noch nicht eingeholt. Nee, wir haben einen neuen Zwischenstand von 12 zu 9. Nach wie vor für Ömer, aber es ist immer noch alles drin. Damit war es das auch wieder für die heutige Folge. Danke fürs Mitmachen, Frau Spader. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit Spiel Nummer 7. Wer lügt? Und was ist damit auf sich hat? Zuschauen. Genau, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Genau, vielen Dank. Tschüss.